Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, ihr habt das im Bild gesehen, motiviert oder übermotiviert. Also hier gibt es richtig, richtig viele, die sind so richtig übermotiviert und wollen hier natürlich das Beste zeigen. Also alles das, was sie drauf haben. Der Blue hat das gerade gemacht hier. Wir können aber auch ruhig nochmal reinschauen. Ich glaube, der Blue hat auch eben die letzte Base schon gemacht, denn die schafft von uns leider keiner. Denn der Janis, der ganz, ganz unten ist, ist ein Rathaus 3 oder 4. Den habe ich nur so mitgenommen als Lückenfüller. Manchmal nimmst du ja solche Accounts mit, wo die nichts machen oder nichts machen können, wo das eigentlich so, du weißt es eigentlich schon, aber damit du dann 20er oder 25er CK auf die Beine stellen kannst, nimmst du halt auch mal an der Stelle dann so einen mit. Und wie hat der Blut das eigentlich gemacht? Ja, das hat er ganz gut gemacht. Mal sehen, ob die anderen auch so toll motiviert sind hier, die hier jetzt neu drin sind, die ich jetzt auch reingenommen habe mit in den Clankrieg, die ja, die quasi seit gestern, seit dem Start so motiviert sind, dass sie sich dort schon die Bases reservieren wollten und dort schon die Taktiken absprechen wollten. Und sie wollten sagen, ah, den Dreier, ich ganz locker, keine Frage, das mache ich sowieso immer, gib mir Zehner. Also die Neuner haben gesagt, gib mir Zehner zum Üben, ich reiße hier alles weg. Bin ich ja echt mal gespannt, ob das wirklich so ist. Der Blue hat das ja aber sehr, sehr gut gemacht. Also 6 Sterne hier für den Blue, zweimal Rathaus 7 und gehört halt auch mit dazu, auch hier bei uns im Clan. Ist aber, glaube ich, auch das Kleinste, was wir zurzeit haben. Also solche Maxed Rathaus 7er wie den Blue hier, aber ich glaube, er geht demnächst auch auf, ich glaube, er geht auf Rathaus 8. Ich bin mir nicht ganz so sicher, hat jetzt auch nur er hatte nicht einen Zauber dabei, ich glaube, das waren 3 Blitz zu Anfang. Und wir wären hier jetzt nicht beim Toto im Kanal bzw. im Clan, wenn ich nicht auch ein bisschen was live für euch hätte. Also Live-Angriff, Flutlicht auf Mohammed Sodik heißt es, glaube ich. Mohammed Sodik. Und mal sehen, wie er das hier macht. Also ein bisschen nicht ganz Only Drachen, aber Alter, alle auf eine Stelle, Leute. Gottes Willen, ach Gottes Willen. Naja, ich muss auch einfach mal einen Schnabel halten. Vielleicht wird es ja was. Vielleicht war das genau die Taktik, die er sich hier ausgedacht hat. Weiß man nicht. Aber mal gucken, wie er das schafft hier, vor allen Dingen gegen die Loon hier, gegen die Luftabwehr, die ich jetzt gerade markiere. Ihr habt das bei mir ja schon in den Videos gesehen. Luftabwehr hinter dem Rathaus. Tödlich, tödlich. Kommst du nicht ran. Du kommst einfach nicht ran. Und ihr seht das hier, die Drachen müssen jetzt auch pusten. Werden immer weggeschoben. Und von dem Feger, und die kommen da einfach nicht mehr hin, denn diese eine Luftabwehr, auch wenn ihr da den Max-Drachen, glaube ich, jetzt in der Clanburg hat, du packst das eigentlich nicht mehr, du packst es nicht mehr, bis dahin zu kommen. Und jetzt hat ein King hier schon rausgenommen, dass die Drachen so ein bisschen in der Base bleiben. Ah, mal sehen, vielleicht, wenn sich, ich denke mal, aber für den Drachen hier unten wird es jetzt dann auch Zeit, das Lager wegzumachen. Ja, auch mal sehen, das sind immer noch 4 Stück, vielleicht lehne ich mich auch mal wieder ein bisschen zu weit aus dem Fenster. Aber Leute, also die Drachen so rauszuhauen hier, das ist schon sportlich, muss ich sagen. Alle so auf einen Fleck und dann fangen die sich schon mal alle eine Luftbombe oder fliegen dann irgendwie. Aber ich glaube, er könnte das doch mit den 3 Drachen hier in der Mitte, das schafft er doch noch, die Luftabwehr. Okay, hat sich der Toto mal wieder ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Und der König hier tankt jetzt noch die den Bogenschützenturm und auch den Tesla, wunderbar. Also werden das doch 3 Sterne. Hast du gut gemacht, Flutlicht. Mann, Mann, Mann. Aber ein bisschen mal vielleicht doch andere Angriffe schauen. Denn einfach so 10 Drachen oder 9 Drachen waren es, glaube ich, einfach so rauszuhauen. Ne? Das ist auch sportlich. Aber egal, 3 sind 3. Sagen wir auch immer wieder, wenn auch dreckig, aber 100% super Angriff. Ja, vertreiben wir uns die Wartepause mal. Der It's Loki hier, der gestern scherzhafterweise hier mit einem Spruch reinkam, Toto und Harry, hahaha. Also das Ding hat jetzt wirklich schon Bart. Deswegen haben wir auch ein bisschen nervös darauf reagiert, Loki. Also nimm uns das nicht so krumm. Das ist hier auch schon eine kleine eingeschworene Gemeinde. Aber der war nun wirklich, der war ganz flach und der ist hier wirklich, ha, nicht mehr ganz so up to date. Ich meine, vor 2 Jahren, als es, obwohl da gab es noch gar kein Toto, glaube ich, da wäre das sicherlich ganz, ganz witzig gewesen, aber ich glaube, heute hat das Ding so einen alten Bart. Einer unserer übermotivierten Kollegen hier. Ich bin ja wirklich mal gespannt, wie er jetzt bei dem Angriff hier eigentlich, okay, die Queen kriegt man raus mit Drachen, keine Frage. Mal sehen, wie er jetzt hier weiter vorgeht. Habe ich noch gar nicht gesehen, so ein Angriff hier mit Level 4 Drachen. Okay, ist ein Rathaus 10er, hat die Drachen also noch nicht gelevelt. Und mal sehen, oh, da kommt ein Elektrodrache raus. Der ist natürlich böse. Der hat viele, viele Trefferpunkte. Ich gucke übrigens nebenbei so ein bisschen aufs Tablet, dass ich nichts verpasse für euch.
Jetzt kommt hier der Slammer erst mit rein. Okay, der kam jetzt ein bisschen spät. Aber besser spät als nie. Wo ist denn eigentlich, ich wollte gerade fragen, wo ist denn eigentlich der Warden, der den Slammer jetzt schützt hier? Ah, mal sehen. Okay, da kommt jetzt noch ein Loon. Der eine Loon für den König hier. Und dann war das eigentlich ein Angriff. Naja, es war ein Stern, ne? Es war ein Stern und es bleibt auch ein Stern, denn egal, was er jetzt aus der Clanburg hier kommt, es geht ja nichts mehr auf Rathaus, muss man ja dazu sagen. Es geht ja nichts mehr aufs Rathaus. Und also suboptimal, das müssen wir ein bisschen üben hier, Loki. Also 10 bzw. 3 auf 4, vielleicht ein bisschen zu hoch gegangen oder so. Ich meine, einige haben dann heute schon gesagt oder gestern auch schon gesagt, wo wir dann geschrieben haben, ja, vielleicht geht noch mal ein, zwei runter. Das war ja gestern auch schon Thema. Da hat dann gleich einer geschrieben, oh, da muss ich ja ein Rathaus 8 als 9er machen. Also so ein Rathaus 9 mit, weiß ich nicht, 10er King und 3er Queen. Oh Gott, muss ein Rathaus 8 machen. Ja, ich weiß, eigentlich wäre der 10er für dich der richtige gewesen. Aber ich denke mal, Luki hätte ruhig hier oben Rathaus 9er machen können. Denn ich glaube, hier oben ist, ich gucke mal gerade, sind wir gar nicht so fett belegt. Ja, ich meine, mein Gott, dann geht man vielleicht ein, zwei runter. Das ist ja nicht ganz so tragisch. Hier oben haben wir es nämlich gar nicht mal so fett. Also das war meines Erachtens, es war ein verballerter Angriff. Den hätte man besser machen können. Beziehungsweise vielleicht sich auf eine andere Base überlegen können. Aber mal sehen, ob ich nicht hier noch einen für euch reinkriege. Ah ja, ich gucke mir das einfach auf ein Tablet noch so mit einem Auge so an, wie das hier wird. Und fahre einfach mal mit dem Toto hier kurz mal weiter. Die Armee brauche ich euch nicht mehr erklären, die kennt ihr jetzt mittlerweile. Das hat auch einen langen Atem hier, aber egal. Für so einen hier lohnt sich der lange Atem. Alter Falter, ich bin immer noch mit meiner 1er Queen unterwegs. Die wird aber, glaube ich, mit dem nächsten freien Bauarbeiter mache ich die. Und ich habe einen, ja, ich habe einen Elektrodrachen in der Clanburg. Leute, die Elektrodrachen, also die sind hier auf 3, finde ich, echt OP in der Clanburg. Auch bei so kleineren Accounts, wie ich es hier bin. Ich gehe jetzt allerdings mit keinem Queen Walk in den anderen Bases rein, sondern nehme dann schon eher die Riesen hier. Ah, okay, da sind die Mauerbrecher einmal durch. Da sind sie durch. Ah, ich hatte gar keine Magier. Ei, oh, 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 oh. Eieieiei. Okay. Die muss ich da ganz, ganz hart doppelt giften. So, einmal die Queen hier mit rein. Und jetzt nehme ich einmal die Magier so ein bisschen mit in Wut. Kann hier eigentlich noch was springen? Ja, meine Walküren. Meine Walkis können dann natürlich noch jumpen. Und die nehme ich jetzt allerdings hier kurz mal in Heilung. Außen mache ich sicherlich jetzt die Lager hier mit meinen restlichen Kobolden. Und ich nehme jetzt hier nochmal irgendwas in der Mitte in Wut. Oh shit. Okay, ja, die kommen da ganz gut weiter. Hier hinten kann ich noch ein paar Kobi schicken. Da kann ich ein paar Kobi schicken. In der Mitte. Boah, passt. Das passt so. Hier hinten nochmal zwei von denen. Ah, die reichen nicht. Schade. Die haben nicht ganz gereicht. Queen ist aber noch dabei. King ist noch dabei. Loot passt hier. Loot passt. Und naja, ich bin in jedem Fall eigentlich. Ja, ich bin auch nicht immer motiviert hier, muss ich sagen, was das Spiel angeht. Vor allen Dingen nicht, wenn ich sehe, was ich für ein Gegrütze mit meinem Rathaus 12 zurzeit mache. Aber gut. Ich habe dann immer als Ausgleich diese Rathäuser, die mir natürlich auch Freude bereiten. Aber ich muss sie auch bespielen. Ich habe es heute auch wieder gemerkt, dass ich in dem einen oder anderen Rathaus rein gegangen bin. Und dann habe ich gedacht, Alter, hier hast du alles vergessen. Auch bei dem hier. Auch beim Toto hier habe ich wirklich alles vergessen. Okay, hier ist noch eine Walküre. Hier ist noch eine Walküre und ja, die hat noch ein paar Healpoints. Was kann die noch schaffen? Loot kriegt die nicht mehr. Okay, die kriegt jetzt keinen Loot mehr, dann kann ich das auch abbrechen. 68%, die 70 brauchte ich hier nicht unbedingt. Das war in Ordnung und habe heute auch hier total was vergessen. Ich habe jetzt zwar alles gemacht, nicht alles gemacht, sondern hier geht jetzt meine erste Kaserne, glaube ich, auf 5. 5 heißt, dass ich demnächst die Hexen habe, aber ich habe mein Labor total vergessen. Einfach mal das Labor hier nicht gemacht. Das könnte ich mir jetzt zwar fertig klopfen, aber ich glaube, die 3 Tage, 1 Stunde, das kann ich, die warte ich jetzt einfach noch. Ich kann sowieso noch keine Truppe hier durchleveln. Und ja, wir waren ja eigentlich im CK. Ich baue hier einfach mal nach und sind nach wie vor motiviert bei der Sache. Also kurzer Cut und dann sehen wir uns hoffentlich noch zu ein paar CK-Angriffen wieder. Oh, wir sind live dabei. Und ich weiß, dass ich mir heute Abend oder überhaupt teilweise auch keine Freunde mehr mache.
Aber ich will einfach auch mal der normale Spieler, oder ich will der normale Spieler sein. Ich bin der ganz normale Spieler hier. Ich bin der ganz normale Vize und manchmal auch der Anführer, der dann hier halt auch mal was raushaut. So muss ich es auch einfach sagen. Aber ich habe das jetzt eben schon gesehen im Chat. Also einige, ja, wie gesagt, die sind einfach ein bisschen übermotiviert. Die machen hier Sachen. Was hier vielleicht nicht geht. Mal sehen. Der Matze hat sich eigentlich immer ganz gut geschlagen. Hier ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, so ein unscheinbarer hier, aber ist, glaube ich, eher ein bisschen der ruhige Typ. Aber wenn er dann was macht, dann hat das eigentlich in der Regel Hand und Fuß. Mal sehen, ob das hier auch Hand und Fuß hat. Ja, der Slammer gerade noch so gut geschützt. Aber na komm, der eine Elektrodrache. Gut, das Rad auch schon mal gepackt. Gut gemacht hier. Oh, und hat noch richtig was am Start hier, Donnerwetter. Also eher jemand, der hier alles ja, so ein bisschen im Hintergrund macht, gar nicht so großartig auffällt. Das ist aber auch nicht so schlimm. Hier chatten genug Leute, die dann übermotiviert sind. Und dann lieber jemand, der so ein bisschen, also sich so ein bisschen im Hintergrund hält hier, aber dann ja, recht stabil angreift. 74% schon mal, das ist schon mal super. In der Mitte, das sind ja zwei. Ah, okay, der Adler hat jetzt noch einmal geballert. Der kommt noch einmal runter, oder? Ja, einmal kommt er noch runter. Aber das sieht noch ganz gut aus, nur so eine Luftabwehr da hinten. King und Queen hat allerdings noch dabei. Und ich würde sagen, 1 Minute 22 noch Zeit. Da haben wir hier oben, glaube ich, schon mal ein super... mal gucken, ob das 3 Sterne werden. Ich bin da wirklich mal gespannt. Okay, jetzt nimmt er den Elektrodrachen hier mit dem King. Das hat er richtig cool gemacht. Mit dem King eben mal die seitlichen Gebäude raus. Ein Drachen hier noch. Und die Queen ist aber auch noch zündbar. Nur noch 2... 1, 2, 3. Oh, das ist super. Sauber, geiler Angriff hier. Donnerwetter, Matze, hast du gut gemacht. Echt klasse. Super gemacht. Kann man auch mal schreiben. Sauber. Sauber, Matze. Oh, Matze, nicht Matze. Sauber, Matze. Das ist echt stark. Also 1 auf 2 schon mal. Das ist schon mal so ein kleiner Genickschlag für den Gegner. Also super Sache hier. Aber da, Leute, da geht hier noch was, oder? So, ich wollte eigentlich selber hier mit meinem Rathaus 9er angreifen, aber der Kobolde hier kam mir so ein bisschen zuvor und ja, gucken wir uns einfach mal an, was er so zu machen hat. Ich bin jetzt gerade aufs Tablet gesprungen und dann schauen wir mal, wie er das hier gelöst hat. Okay, also erstmal die Klarburg gelockt hier. Da ist sicherlich dann noch ein Loon drin, wenn dann keine andere Einheit mehr rauskommt, außer der Drache, dann wird da noch ein Loon drin sein oder so. Ist auch immer eine gängige Taktik. Auch bei uns hier sage ich immer wieder, Leute, wenn die nichts an ihren Klarburgen stehen haben, im Klarkrieg, dann macht da einfach einen Drachen rein. Drache geht immer und ein Loon vielleicht rein oder Magier oder was auch immer. Hauptsache, da ist eine Def drin dann. Ob die dann sinnvoll erscheint oder nicht, das ist erstmal zweigleisig. Es kommt irgendwas aus der Burg. Punkt. Und mal sehen, was er hier gemacht hat. Okay, er hat hier geblitzt und ja, die Queen ampelt natürlich schön darum. Wunderbar. Die kriegst ja mit allem, die kriegst ja mit irgendwas. Aber mal gucken, wie er hervorgegangen ist. Er ist der Queen entgegengekommen. Helden aber noch nicht gesetzt. Helden sind auch noch nicht ganz so hoch. Aber die Base ist jetzt auch noch nicht ganz so hoch. Natürlich die nervigen Feger. Vor denen muss ich mich gleich auch ein bisschen in Acht geben. Vor den Fegern. Denn die sind, ihr wisst das von mir, es ist eine nervige, kleine, defensive Einheit. Und die kann dir so einen Angriff hier mal so richtig kaputt machen, aber das hat er gut gemacht mit dem Fries. Ich weigere mich nach wie vor so ein bisschen im Rathaus 9er Bereich einen Fries mitzunehmen, denn der hält ja wirklich nur ein Sekündchen oder so. Das lohnt sich nicht wirklich. Ich glaube, den hat Supercell auch nur beim Rathaus 9er eingefügt, damit man schon mal hat und nicht auf Rathaus 10 und 11 dann so viel Level da hat. Ich finde, den sieht man recht selten im Rathaus 9 Bereich, aber hier war er jetzt gut eingesetzt und der geht nicht mehr auf. Da ist jetzt keine Verteidigung mehr da, die diesen Hund hier jetzt noch schafft. Und jetzt sind es noch ein bisschen zu viel Lohns. Ist natürlich schade, aber ich nehme mal an, der kam jetzt aus der Clanburg. Das sah mir jetzt nach einem Max-Level aus. Ich gucke mal gerade, wie das ist. Ich spule euch den mal so ein bisschen vor. Denn wir haben ja schon gesehen. Haben wir noch nicht gesehen, aber es werden 3 Sterne. Hat er gut gemacht hier, auch mal wieder dabei. Und der ein oder andere meldet sich ja dann auch immer bei uns hier so nach dem Motto, bin wieder da, hab mal wieder Bock.
überhaupt kein Thema, wenn du die Leute ein bisschen näher kennst und weißt, die machen genau das, was sie verlangt wird, dann ist das natürlich umso schöner. Und ich hatte doch gerade die gekreuzten Schwerter gesehen hier. Okay, der Martin hier, mal schauen. Ist das Martin? Ja, das müsste Martin sein. Nee, Don't Attack Me ist es, Don't Attack Me. Der bringt aber auch ab und zu mal seinen Account hier rein. Jetzt lass mir mal überlegen. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Aber der bringt hier immer seinen Spenden-Account rein. Ich glaube, er ist es. Der dann hier auch im Rathaus 9 Bereich ein bisschen angreift. Auf den gucken wir uns an. Ich meine, das ist jetzt live. Die Folge geht jetzt natürlich ein bisschen länger. Auf den Donnerstag ist aber, glaube ich, mal ganz, ganz schick. Und wie geht er hier vor? Auch ein... Okay, der Drachen ist schon mal weg. Queen ist da reingehüpft, jawohl. Und auch er hier mit Luft unterwegs. Die Luftdominanz ist mal wieder sehr, sehr groß. Mal sehen, was die Queen hier noch wegkriegt. Gar nichts. Schade auch. Die Queen kriegt nichts mehr weg. Aber es sind jetzt noch zwei, drei Luftabwehren da. Und die X-Bogen, so wie ich das sehe, stehen hier komplett. Och komm, jetzt kommt er da mit. Ja, okay, er kommt jetzt da mit dem Golem. Auch nicht schlecht. Entweder vergessen oder aber... er wollte das genauso haben, denn es feuert jetzt wirklich viel. Okay, die X-Bögen sind jetzt eh egal, denn die stehen sowieso beide auf Boden, so wie ich das sehe. Ja, die stehen beide auf Boden. Aber er, da hinten fängt er sich richtig mal Luft fallen. Um die eine Luftabwehr, da ist der komplette Lava-Welpe gerade draufgegangen. Plus alle kleinen Welpen oder der Lava-Hund plus alle kleinen Welpen. Ah, mal sehen, ich hoffe, dieses Schicksal ereilt mich hier jetzt nicht gleich, aber das sieht ganz gut aus hier. Cleanup hat er dabei und jetzt hat er auch noch reichlich Loons hier. Hund lebt aber nicht mehr, ne? Ein Hund ist doch jetzt nicht noch da, oder? Aber das sollten 3 Sterne hier werden, hat er gut gemacht hier. Ja, mal sehen, ob meiner denn gleich auch so gut wird. Mal sehen, aber trotzdem, live ist live, ich verkacke ja auch immer ganz gerne live, muss man fairerweise dazu sagen, 51 Sekunden, oh, hier sind noch ein paar Lager zu machen, oh, hoffentlich wird das kein Zeitfehler, oh, die trennen sich hier ganz gut, glücklicherweise, und danach haben die nur noch ein Ziel, nämlich das Rathaus schon mal hier in der Mitte, und hier außen sind es nur ein paar Welpen, oh, das kann eine ganz, ganz knappe Kiste sein, allerdings fahren die hier zusammen. Ein paar gehen hier unten auf die Bauhütte. Wunderbar, haben wir noch irgendwo eine Bauhütte. Wir haben keine Bauhütte mehr, Leute. Das wird eine ganz, ganz enge Kiste. 22 Sekunden. Und oh, die Loons sind natürlich jetzt so fürchterlich langsam. Das müssen hier unten jetzt die Welpen reißen. Komm, 13 Sekunden. Eieiei, ist das spannend. 8 Sekunden, ich glaube, das wird nichts. Das dicke Lager da, das packen die nicht. Das wird leider ein Timefail, aber ein super Angriff. Super Angriff hier vom Don't Attack Me. Okay, jetzt will ich aber mal attacken. Ich hoffe, dass meine Base jetzt, dass meine Truppen fertig sind. Ja, Helden sind fertig, Truppen sind noch nicht ganz fertig. Ich muss den nämlich rausnehmen, damit ich da noch einen Wut reinbekomme. 217, da fehlen mir jetzt gerade noch ein paar Truppen. Warum fehlen mir da eigentlich Truppen? Ah, die sind noch nicht ganz fertig. Okay, sind noch nicht ganz fertig. Aber ich habe mir gedacht, ich mache jetzt auch nicht meinen Gegenüber, sondern ich mache den hier, den letzten oder den ersten Rathaus 9. So, schauen wir mal. Ich bin fertig. Und ich hatte mir etwas überlegt. Ich glaube, das war die Base, die ich nehme. Ich bin hier selber als 6er gerankt. Und mal sehen. Ziel ist natürlich Queen, Feger, Luftabwehr. Mal sehen, wie weit wir hier kommen. Mal sehen, wie weit wir hier kommen mit der Truppe. Ihr habt die Tage schon bei mir gesehen. Und die ist immer noch ganz effektiv. Vor allen Dingen gegen so eine, ja, ich will's mal so nennen, gegen so eine halbwegs offene Base hier. So, jetzt muss das hier mit dem Queenwalk reingehen. Und dann kann ich hier hoffentlich schon mal so ein bisschen funneln. Hier machen wir mal den Turm hier weg. Und da kriegt jetzt der... Okay, da kriegt jetzt erstmal der Babydrache so ein bisschen Stoff. Da muss jetzt die Luftabwehr weggehen. Und ich wollte jetzt eigentlich gleich... Ah, den King. Ah, das ist schon wieder Shit. Ich wollte den King so ein bisschen anders setzen. Jetzt muss ich erstmal sehen, wo geht die Queen eigentlich hin. Okay, die Queen geht jetzt dahin. Die Queen sollte mir aber eigentlich so ein bisschen reingehen. Und die Mauerbrecher werden jetzt richtig blöde laufen. Ah, die Mauerbrecher und die Queen laufen mir so scheiße. Mann, Queen, ey, lass das doch da in Ruhe. Ey, die lässt es wirklich nicht in Ruhe da. So ein Mist, ey. Und jetzt habe ich hier natürlich auch den dicken Drachen hier.
den ich da jetzt irgendwie wegmachen muss. Aber mal sehen, die Queen, die kann eigentlich jetzt nur noch gleich rumlaufen. Ja, endlich läuft die dahin, wo ich sie hinhaben will, nämlich zur Queen. Und endlich ist die Queen da, Geschichte. Okay, dann kann das jetzt hier, glaube ich, mit meinem Laloon-Part losgehen. Aber ich zünde die jetzt mal sicherheitshalber. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Einen nach da. Und den nehme ich nach hier hinten weg. So, ich nehme die aber noch mal im Wut hier. Na komm, 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 komm. Ah, komm, Queen, das schaffst du. Das packst du, Queen. Na, 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 komm, komm, komm. Ich muss da unbedingt jetzt auch in die Mitte rein. Und hier noch mal den Eil gesetzt. Einmal, oh, die müssen sich da jetzt richtig beeilen. Hier, komm. Einmal da richtig beeilen und einmal hier reingehen. Ah, die werden da weggeschoben von den Feger. Nein, die werden da weggeschoben von den Feger. Das ist dusselig. Einmal, zweimal. So, das war's. Ich habe verfeuert. Ich habe alles verfeuert jetzt. Mal sehen, wie das wird. Der Feger ist super nervig und meine Queen macht ja ne, macht jetzt natürlich erstmal das Rathaus. Löblich. Und sie ist auch noch voll in Heilung hier. Das sollten eigentlich auch 3 Sterne sein. Da lebt mein Hund noch. Der wird jetzt gleich in die Mitte fliegen. Und oh, die Loons werden immer noch weggedrückt. Komm, jetzt mach den Feger da weg, ey. Ah, das ist so nervig, dieser Feger. Ich habe euch das ja eben gesagt. Hier unten macht der Lucky das noch. Und da kommen jetzt noch Fallen. Auch das wird wieder so super eng. Hier hinten, das Lager ist weg. Das Lager ist weg. Hat er irgendwas getrollt? Nein, er hat mich nicht getrollt. 12 Sekunden. Komm, komm, komm. Oh, die Queen konnte. Doch, die Queen hat gut dazu beigetragen. Aber 6, 5, 4, 3. Okay. Die Folge ist jetzt über 20 Minuten lang. Ich breche jetzt ab. Ja. Ohne Worte ist aber nicht so schlimm. Ah, ärgerlich. Aber ein guter Angriff war es, glaube ich, trotzdem. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, hier, die ist halt jetzt heute mal wirklich ultra lange geblieben, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Kein Thema. Und dann sehen wir uns noch am Freitag, Samstag und Samstag wahrscheinlich dann auch wieder live. Also bis dahin, bleibt motiviert wie ich. Euer Toto. Clash.